Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Fastest Frontier. So, wo sind wir hängen geblieben? Genau, wir wurden. Sie wollten uns plündern. Da kommen sie. Ekelhaftes Pack, was ist da so angeschlagen? Okay, das ist zum Glück das Arbeiterhäuschen. Dann gehen wir mal hier rüber, hier rum, hier raus, hier durch. Hier hin, und dann brauchen wir den da. Und dann schauen wir mal, wo wir die Jungs am besten abfangen. Ich würde ja sagen, wir fangen die wahrscheinlich am besten irgendwo hier ab. Einfach, damit sie uns nicht wieder hier das Zeug wegklopfen. Also würde ich sagen, wir fangen die hier in der Ecke ab. Wir gehen mal dahin. Was ist das? Ist das ein Stück Straße, was gebaut werden soll? Das ist ein Stück gepflasterte Straße, was gemacht werden soll. Wie siehst du aus? Du gehst leider nur bis dahin. Dann würde ich sagen, gehst du hier hin. Wir verschieben die Markierung und zwar dahin. Und dann seid ihr da noch einigermaßen drin. Sehe ich das richtig? Jawohl, ich sehe das richtig. Dann werden wir mal weiterlaufen lassen. So, wir gucken mal, wie sieht es hier hinten aus? Werden die da schon? Ich glaube, die werden da schon andezimiert. Ja, da hacken sie uns natürlich das Zeug klein. Und rund da kommen unsere paar Mannen angepfiffen. Sind ja leider nicht so viele. So, hier hin. Und jetzt. Nochmal speichern. Sehr schön. Gut gemacht, Spiel. Zack, jetzt. Ja. Okay, sie werden leider. Ah, seht euch das an. Da, kampferfahrene Soldatinnen und Soldatinnen. Sehr schön. Ja. Da hacken sie uns kurz und klein, das ist nicht schön. Aber da fallen deutlich mehr von denen als von uns. Und zwar deutlich mehr. Ja, genau, haut's dem Fernkämpfer auch noch platt. Da rennen sie und da werden sie noch beschossen. Sehr gut. Den kriegt man noch. Zack, da ist er hin. Ja, sehr schön. Da, dieser Turm hat sich gelohnt. Er schießt doch nicht auf die, schießt auf die, die da weglaufen. Nicht auf die Großen, auf die Kleinen. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Da hat sich das ein klein wenig gelohnt. Hat man hier? Ja, natürlich. Natürlich. Hier bitte wieder aufbauen. Hier bitte wieder aufbauen. Sind hier noch irgendwo? Haben sie hier noch irgendwo versucht durchzubrechen? Sieht gerade nicht so aus. Ihr dürft natürlich zur Kaserne zurückkehren. Jetzt sind es leider nur noch 4 Mann. Ja. Oh. Ach. Halt, nein, das wollte ich nicht. Ich möchte. Das Dorf wurde geplündert. So, mit 56 haben sie angegriffen. 45 haben wir niedergemäht. 5 Dorfbewohner haben sie getötet. 3 Gebäude haben sie zerstört. Mensch. So, und so. Sehr gut, da wurden 2 Dorfbewohner wieder geheilt. Hier gehen wir hin. Wir wollen das wieder aufbauen. Den hoffen wir jetzt, dass repariert wird. Okay, das geht nicht. Das ist sehr schade. Ja, weil sonst die Dorfbewohner wieder weggeklatscht haben. Die. Die Backen. So. Eigentlich müssten wir die bis dahinter stellen, aber das funktioniert auch nicht, weil wenn sie dann von einer anderen Richtung kommen, ne? Ja, wir sind einfach leider noch vollkommen unterverteidigt. Hier bitte macht das mal aus, sonst verhungern die Leute da drin wieder. Weil man da nicht nach draußen geht. Aber natürlich haben wir auch keinen einzigen Händler mehr da. War ja klar, aber hey, das ist nicht so wild, das kriegen wir irgendwie gebacken. Das kriegen wir dann schon irgendwie durch. Hier wird, glaube ich, gerade schön angebaut. Hier auch. Hier auch. Das bedeutet, unsere Kornspeicher werden definitiv mehr als voll. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich sogar nochmal Lager Kornspeicher. Wir müssen hier mehr Kornspeicher bauen. Hier kriegen wir noch einen hin. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Hier kriegen wir noch einen hin. Den bauen wir da dann auch. Ja, gebrochener Knochen. Das ist traurig, aber hey, da kannst du halt auch nichts gegen machen, ne?
So. Ja, da unten wird gesammelt. Medizinische Kräuter. Wir haben keine Steine mehr. Wir haben keine Steine mehr und wir haben keinen Thron mehr. Hervorragend. Das hat sich ja gelohnt. Es gibt immer noch keinen. Hier aus, bist du Stein? Nein, bist du nicht. Das wäre die perfekte Stelle eigentlich, um so einen Steinbruch einzubauen, aber hey, wie sieht's hier aus? Da sind noch 12 Steine drin. Wir haben hier unten noch so ein schickes Arbeitercamp. Wo haben die ihren? Hier hinten. Die haben natürlich, kriegen die da keine Steine mehr raus. Wir können den versetzen. Wir versetzen den mal so hin. Jawohl, da glaube ich, macht das deutlich mehr Sinn. Okay. Dann haben wir hier diverse andere Arbeiterlager hier. Das ist schön, dass sich das hier so deckt und hier trotzdem alles voll mit Holz steht. Das ist schon gut. Ja, Feldfrüchte durch Frost verloren. Natürlich hier. Ah. Shitty, shitty. Legerei, weil die Leute unzufrieden sind. Natürlich. Selbstverständlich, da sind auf alle Fälle, die sind auf alle Fälle gut gefüllt, aber die sind halt mit Mehl gefüllt, ne? Ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass wir hier einfach kein Mehl annehmen. Dass wir hier kein Mehl mehr annehmen. Ja, und jetzt mangelt es uns natürlich an Steinen. Wie sieht es hier hinten aus? Hier, wo habe ich euch denn hingeschickt? Euch habe ich hier hintergeschickt und ihr habt auch keine Steine mehr gemacht. Was ich nicht verstehe, denn da sollten eigentlich Steine sein. Natürlich lange nicht so viele, wie ich gerne hätte, aber eigentlich sollten da Steine sein. Da ist auf alle Fälle ein Stein. Geh mal hierher, dann hier. Und dann so. Jo, weil hier oben Stein ist. Ne? Können wir hier noch einen? Nee. Da kannst du nicht mal mehr erkunden gehen. Sehr schön, sehr gut. Naja. Ja, das mit den Steinen, das ist tatsächlich echt ein großes Problem von dem Spiel. Muss ich jetzt leider gestehen. Okay, hier ist auf alle Fälle noch. Wie sieht's aus? Haben wir hier irgendwo so ein Arbeitercamp in der Nähe? Natürlich nicht. Sammlerhütte. Okay, macht der hier wenigstens ordentlich? Ja, nee. Wenn wir den so hinstellen, dann kriegt er da deutlich mehr, oder? Hierfür war der ja. So ist gut, mach das mal so. So. Da oben ist nochmal Eisen. Was bist du? Kohle, ja. Kohle stellen wir über die Köhler selber her. Die brauchen wir jetzt da so. Was haben wir hier? Da ist eine Sammlerhütte. Der macht da oben relativ gut. Da ist aber auch noch ein Jäger. Der macht jetzt da tatsächlich weniger. Hier irgendwo. Also. So mit Tieren sieht jetzt hier nicht so toll aus, ne? Okay. Nö. Hier, so könnten wir ihn mal. Wir gehen mal dahin, vielleicht. Vielleicht gibt es dann da ein bisschen was. Wie sieht's hier aus? Du hast auf alle Fälle gut. Du bist auf alle Fälle gut. Hier kann nichts gemacht werden. Nein. Sehr schade. Die Felder sind vom Froste. Naja. Eieieiei.
Eieiei. Da ist nochmal, da könnte man mal hier. Wie gesagt, es fehlt tatsächlich ein Steinbruch. Es gibt so viele schöne steinerne Berge, aber halt dann kein. Ja. Aber da halt dann kein Steinbruch. Auch eine, auch so ein Schieberegler wäre ja absolut in Ordnung, ne? Also würde mich persönlich jetzt weniger stören. Wir hätten hier auch so viel Erze, wo wir sagen könnten, ja. Dann hol halt bitte weniger Erz raus und mehr Stein. Auch das wäre ja absolut möglich, aber auch das ist irgendwie nicht mit drin. Sehr, sehr schade. Ja. Und das ist, wie gesagt, tatsächlich meiner Meinung nach ein Problem. So, Ressource abbauen. Hier sind auch noch welche. Da können die auch hinlaufen, die paar, die wir haben. Auch wenn man hier so ein Teil planiert, ne? Also es wäre ja auch eine echte Option, dass man sagt, hey, hier, ne, man planiert. Den möchte ich bitte nicht, bitte hier. Hallo? Nein. Schwede, bitte. Ja. Mach das weg und das hier, mach das auch weg. Nein. Ja gut, dann hat er es halt jetzt so gemacht. Das ist natürlich vollkommen falsch. So können wir das mal probieren und hier können wir das mal so probieren, ob das da einen Unterschied macht. Und hier können wir vielleicht so mal testen, ob das hinhaut. Lass mal gucken. Ja, das sieht jetzt gar nicht mal so doof aus. Wir wollen hier Mauern, Verteidigung. Nein, das geht noch nicht. Schade. Hier nochmal. Dann so, beziehungsweise. Ja, genau. Da haben wir jetzt das Problem. Hier rüber. Mal gucken, Jahr 72. Verzeihung, da hing ein Nieserer. Ein gewaltiger Nieserer. Hier vielleicht nochmal drüber, ne? Schauen. Da wird gegraben. Ja, okay. Mal, wir machen mal ein Päuschen. Nee, keine Chance. Nein, geht nicht. Okay, dann weiter. Dann lassen wir sie da jetzt weiterarbeiten. So, okay. Und jetzt hier die ganze Linie rüber. Komm schon. Es wird ein schönes langes Teil Raubtier gesichtet. Wo? Ah, da wird schon drauf geschossen. Okay. Hierher. Bitte sag mir, dass da irgendwo einer drin steckt. Nein, natürlich. Hier und dann lassen wir die eiskalt ausdrücken dahin. So. Schau mal, kommen die? Renn. Ja, okay, da ist er weg, der Bär. Gott sei Dank. Gott sei Dank, da ist er weg, der Bär. Ihr könnt dann also wieder zur Kaserne zurückkehren. So. Hier lang, hier rum. Ja, da haben wir Ratten drin. Warum? Keine Ahnung. Weil ist halt so. So, hier. Befestigte Mauer, Baustelle. Nein, mach die mal weg. Ja, bitte. Dann hierher und dann würde ich sagen, hier. Jawoll! Und da dann so hier rüber.
Und hier kann auch eine rein. Nee, ich will den einfach nur da. Ja, dankeschön. Ja, wir können da die Mauer dichten. Das ist ja... Menno. Das ist ja gut. Könnten wir eigentlich mal von hier oben, weil wenn wir schon so High Ground haben, von hier vielleicht hier so mal schauen, ob da was geht, ne? Das ist natürlich schon, da kommen sie nicht an. Nee, wo wollt ihr hin? Ach, das sind die Minenarbeiter, okay. Okay, jetzt ist so warm geworden, dass sie ihre Jacken ausgezogen haben. Okay. Oh, da wird gut gemacht, da wird gearbeitet. Ei. Okay. Aber das scheint noch zu gehen, also hey. Ja, das ist schon. Ja, schon, nee, da müssen wir nochmal hier ansetzen. Hier, ne? Okay, nee, das geht, passt, gut. Hierhin, Verteidigungsanlagen. So ein Turm. Und dann gehen wir mal ein Stück weg und dann schauen wir mal, wie weit kann der denn? Oh, der kommt bis zur Straße rüber. Oh, das wäre gut, ne? Oh, das wäre gut. Schaut mal, der kommt bis zur Straße rüber. Ja, und wenn wir den groß ausbauen, dann kommt der bis zum Wasser rüber. Und an dem bin ich mir sicher, kommt keiner so schnell ran. Feldfrüchte zum Anbau bereit. Jawoll. Da ist der und ich würde sagen, wir beginnen hier mit, mach mal ein Päuschen. So, dann fangen wir hier an. Wir beginnen hier mit Arbeit. Dann machen wir weiter mit Klee, dann machen wir weiter mit Arbeit. Dann in den nächsten Arbeit. Und dann haben wir gesagt, bräuchten wir mal Kohl. Was können wir? Ist der, wie sieht's denn bei dir aus mit Kälteresistenz? So. Boah, Kälte und Hitze, beides auf 10. Felsbestandtoleranz 10, das ist natürlich fruchtbarkeitsabhängig. Nur 9 von 10 und 9 von 10 Erträge, das ist erschreckend gut. Und dann würde ich sagen, hier unten hin. Und da machen wir dann, was ist denn bei dir? Du bist da sehr empfindlich, ne? Ja, könnte man, nee. Was ist das hier? Lauch. Ja, bei dem darf kein, ne? Unkrautunterdrückung 0 von 10. Da müssten wir ja fast schon hier hin, dann Lauch und dann Arbeit, ne? Wie sieht's bei dir aus so mit Hitze und Kälte? Ja, das geht eigentlich alles, ne? Das ist in Ordnung. Ich glaube, wir lassen dieses Feld so. So. Sehr schön. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Wir haben einen Händler da. Bitte geh da ran. So, hier hin. Wir haben sogar 2 Trader da. Bitte daher. Und der hat... Nein. Der hat gar nichts. Hier Trader 1. Jetzt hat... Meine Güte. So, der möchte uns das verkaufen. Das möchten wir nicht haben. Der möchte uns Kalk verkaufen. Da haben wir eigentlich. Was hast du? Du hast Fleisch. Fleisch haben wir auch. Du würdest Steine haben wollen. Wir haben keine Steine. Aber du willst uns Thron verkaufen. Und den nehmen wir dann natürlich gerne ab. Auch für diesen Preis. Nehmen wir dir diesen Thron gerne ab. Hier Weide brauchen wir jetzt nicht so krass. Fleisch haben wir auch. Medizin haben wir auch. Schuhe hätten wir theoretisch auch. Und Steine möchten wir kaufen. Okay, damit ist es ja schon durch. Sehr gut. Dann haben wir das soweit. Soweit, so gut. Da werden 2 neue Dorfbewohner geboren. Wir sind bei 311 von 330. Das sieht doch so gar nicht so Raubtier gesichtet. Wo ist der Bär? Da hinten ist er. Kann man den jetzt? Jetzt komm, mach den kalt. Mach ihn kalt. Jawoll. So muss das. Was? Feldfrüchte durch Krankheit verloren? Wo? Was haben wir hier?
Weizenwurzelsystem, Weizen und Roggen und Weizenkarotten und Buchweizen. Okay, gut, da können wir jetzt nichts gegen tun, dann verlieren wir die hier. Hier haben wir zweimal Flachs, hier wird gerade der angebaut. Was haben wir hier oben? Hier werden gerade Bohnen angebaut. Okay. Haben wir hier Flachs manchmal drauf? Wir haben auch hier keinen Flachs drauf. 7 Menschen, die wollen wir aufnehmen. Bitte kommt in unser Dorf. Dankeschön. Also wir haben tatsächlich hier Flachs drauf zweimal, ne? Ja, seltsam, seltsam. Der laugt natürlich ein bisschen aus, aber... Ja, das muss halt. Ne? Das geht halt nicht anders. Hier ist nur er da. Aber er hat leider nichts, was wir wollen. Wir bräuchten jemanden, der Steine verkauft. Aber nachdem das wahrscheinlich überall eine Ressource ist, die, sagen wir jetzt mal, nicht so verbreitet ist, wird es da natürlich schwierig. So, und hier natürlich auch. Eigentlich bis hierhin. So. Schau mal, dass das funktioniert. Da liegt überall Zeug rum. Hier, hier. Sehr schön, wir gehen auch hier nochmal aufs Sanieren. Dann hier so hoch. Dann hoffen wir, dass das funktionieren wird. So, Spaß ist wieder vorhanden. Also entweder es gibt Essen oder es gibt Spaß. Beides ist nicht drin. Ja, da liegen mal 5 Holzstämme in der Gegend rum. Wir haben es ja. Ja, wir haben es auch. Nötig. Nötig haben wir es. So, wie sieht's hier aus? Wir haben dieses Arbeitercamp und dieses Arbeitercamp. Dieses Arbeitercamp wird jetzt hier rübergezogen. So, zack. Dann könnt ihr die Kuhweiden da wieder schön machen. Ja, hier unten ist eigentlich auch ganz, ja, ganz ordentlich. Oh, hier ist Dünger. Da ist der Dünger. Vor dahin. Die sind auf 89, der ist auf 91. Wir hauen ihn da drauf. Der ist nämlich schon wieder. Jetzt wird's aber langsam, die Herrschaften. Gottchen. Kann er nicht überall Aussichtspunkte setzen? Ihr müsst euch schon auch wehren können. So, diese Frau hat die. Die hat verschlissene Körbe und Werkzeug. Warum hat die. Ja. Komm, renn, 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 renn. Komm. Ja. Ändert am nächsten, ne? Nee, oder nicht. Ahaha. Ja gut. Hier sind Haselnusssträucher, die helfen uns aber auch nicht sonderlich. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier, ne? Ja, da ist jetzt schön Klee drauf. Natürlich Unkrautniveau, fetter Felsbestand, aber jetzt kommen ja die Arbeiter. Zweimal hintereinander und danach kommt der Kohl. Und danach kommt der Kohl. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja, wo ist der denn? Da ist er. Okay, der hat das und wir könnten jetzt natürlich hier Lager, halt Lager. Wo sind die denn? Da sind sie. Da sind die Rübenkeller. Wir könnten hier natürlich Rübenkeller hinbauen. Ne? Ah, zumindest für das, was so an direkt in den Rübenkeller reingeht. Wir hauen das mal dahin. Ich weiß, dass wir keine Steine haben und du für den Rübenkeller Steine brauchst, aber hey. Muss halt dann. Da laufen auch Leute. Wo läufst du hin? Bist du ein Sammler? Nein, du bist einer, der Steine hat. Das ist immer gut, wenn jemand Steine hackt, dann läuft das. Kann ich hier hin? Oh, da können wir noch mal. Oh, da können wir noch ein Stück. Hier können wir nicht, aber da kann noch mal einer hinlaufen. Da eigentlich auch, aber
Markierung entfernen. Dann soll da einer hinrennen. Das sind auch nochmal Steine. Bitte auch diese Ressource abbauen. Das sind auch nochmal Steine. Auch diese Ressource abbauen. Eieieiei. Wir gucken mal, nicht, dass da jetzt hier irgendwo, ne? Ressourcen, nicht, dass da irgendwo ein Steinbruch dazugekommen ist und wir sehen es nicht. Nee, sieht jetzt alles leider nicht so nach Steinbruch aus, ne? Das wäre so wichtig. Ja, das wäre so wichtig. Ah, nee. Da ist auch nicht mehr allzu viel Eisenerz drin. Da auch nicht. Ja, Gold, ne? Das sind nur noch 81. Das sind nur 126. Also da müsste man dann, ne? 121, da müssen wir dann hier rüber gehen, ne? Zum Eisenerz. Jetzt wird uns wohl nicht helfen. Hier, ja, es fehlt überall an Stein. Es mangelt am Stein. Ich habe eigentlich gehofft, wir können hier seine wundervolle Partnerschaft eingehen mit irgendeinem anderen Dorf. Und sagen, hey, ihr macht mal die Steine platt. Hier alles andere. Aber dem war wohl dann da nicht so. Die scheinen sich erholt zu haben. Also gehen wir mal dahin hin. Da scheint es ganz ordentlich. Eben da fahren die Ochsenkarren. Das ist natürlich auch super. Und jetzt schauen wir mal. Also hier Kerzenzieher. Da brauchen wir 3. Seifen brauchen wir auch. Weber wäre auch nicht schlecht, wenn wir ein paar hätten. Wachen wäre jetzt auch nicht so doof. Müller, schön, ja. Oh, Köhler. Gießer ist jetzt nicht so zwingend. Bergarbeiter auch nicht. Arbeitercamp wäre schön, wenn mal besetzt wäre. Auch bei den Bauern wäre schön, wenn es voll wäre. Aber ja, denkste. Apropos, wollten wir nicht in bevorstehender Schneesturm? Ach, wie schön. Ach, wie schön, dass niemand weiß. Hier, mach mal den weg. Oh, da wäre. Wir haben hier kein Arbeitercamp in der Nähe, ne? Aber gar nichts. Was hier? Komm her. Wo sind sie? Da sind sie. Das ist das Arbeitercamp. Hierher. Nee. Super, richtig, bitte baust da hin. Da wird schon wieder einer von einem Bären angegriffen. Das ist total toll. Ach Gott. Renn! Kann bitte mal irgendwer oder irgendwas auf diesen Bären schießen? Danke. Ja, jetzt und. Ernsthaft? Geht den Bären verprügeln. Der hat eh nichts mehr. Der hat ja nichts mehr. So, da ist das Matschi. So. Schneestrom. Ja, der gute alte Schneestrom. Da läuft es, wa? Du hast auch schon wieder. Du kannst auch schon wieder. Ich würde sagen, oh, du bist unter 90. Wie sieht es hier oben aus? Du bist über 90, du bist unter 90. Dann kriegst du Kompost. Kompost für dich. Nimm, gönne dir. Hier ist richtig ordentlich Fettratte und so, ne? Ich würde sagen, so, oder? So macht Sinn, so kann man das tun. Ja, du stehst da eigentlich ganz gut, du stehst da eigentlich auch ganz gut. Also Rattenfängerabdeckung haben wir definitiv eine ganz ordentliche. Ja? Würde ich jetzt so zumindest sagen. Ja, der Friedhof hier unten, das sind 2. Ja,
Und ich finde, so scheiße sieht es gar nicht aus, ne? Das kann man machen. Das sieht okay aus. Finde ich. Das sieht absolut in Ordnung aus. Ja, wir haben noch 30 Ton. Und nachdem das mit den Dingen so nicht funktioniert, wie wir das gerne gehabt hätten, ne, mit dem Golde. Ja, okay, da ist noch ganz, ganz ordentlich drin. Da stehen auch 3 Minen nebeneinander. Da bitte packt da noch mal jemanden rein. Würde ich sagen, naja, spätestens wenn da hinten leer ist, packen wir da einfach neue ein. Wollte ich gerade sagen, sind da ist eine Kuh geflüchtet. Möchte irgendjemand diese Kuh mal fangen? Dankeschön. Also, dachte ich schon, da wären die Fische festgefroren, aber ist dem natürlich ist nicht so, ne? Ganz klar. So, Felsbestand, Unkraut, da wird jetzt dann gearbeitet. Das ist sehr schön. Hier wäre nochmal eine Eisenmine. Was ist denn hier an Eisen drin? 460, da lohnt sich ja die Mine nicht. Wie sieht's hier oben aus? 1000. Ja, lohnt sich schon mehr. 2000, da lohnt sich. 6 neue Nutztiere geboren. Ressourcen, ja, Ressourcen, richtig. Hier Mine, Eisen. Auch richtig. Aber das hier oben irgendwie, da war doch, da war's, da war da, also grün, schau mal. Hier, da packen wir das hin, da läuft es, zack, danke schön. Kostet nur ein paar Bretter. Das geht. Jährliche Steuereinnahmen und sterben langsam die Leute weg. Unser Dorf wird zu alt. Ein demografisches Desaster. So, hier oben müsste man so ein... hier. Müsste man doch den jetzt reinsetzen können. Jawohl, kann man. Und hier kann man das auch. Ja, sehr schön. Zack, zack. Haben wir das. Wie sieht hier unten aus? Hier unten geht es bis zum Wasser. Läuft. Sehr schön. Der steht. Da fehlt es uns natürlich an Steinen, um den dann verbessern zu können. Aber das ist gar nicht so wild. Sehr gut. Sehr. So, da unten wirst du mit plus 18 behakt. Hier in der Mitte, da, ne? Die Straße hier ist der absolute Todeskorridor. Ja. Aber meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Ach komm, wir gucken uns den Händler noch an, oder? Wir gucken uns den Händler da jetzt noch an. Wir machen hier mal den da. Das okay aus, aber der hat nicht. Wir haben alle nicht, was wir brauchen. Das ist. Schwierig. Backstein ist dabei, aber das haben wir ja. Wir hätten da Backstein. Hätten ab deine, ja, da wenigstens für 3, da können wir noch mal zuschlagen, so für, ne? So, oh, der kauft uns, oh, ja, okay, so viel Geld hat er nicht, ja, so viel Geld hat er nicht, aber so 2600. Jetzt hat er. Das ist doch schön. Schaut mal. Und jetzt können wir hier nochmal zack kaufen und transportieren. Dann hat er wieder Geld und dann kann er uns wieder Felle abkaufen. Gegenstände verkaufen für 100. Komm. Da muss doch noch was zwischendrin geben. Gibt's nicht? Schade. Ja, dann dafür. Komm hier, verkauf sie. Sehr schön. Dann haben wir ordentlich Geld und ordentlich Holz. Und er hat... Ist mir egal. Das gute Gefühl, was richtig gemacht zu haben, wahrscheinlich. Hier gibt es
Backsteine, aber keine normalen Steine. Keiner verkauft uns Steine. Das ist so traurig. Also wirklich traurig. Naja, gut. Dann machen wir da aus. Aber jetzt wirklich, ich wünsche euch einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin. Und ciao.